Willkommen zurück zu Let's Play Trials of Mana mit Kappa. Meine Freundin ist nach Hause gekommen, deswegen war ich jetzt erstmal ein bisschen länger nicht da. Moin Eldernesh, oh, das ist auch toll. So viele Leute, die dazustoßen. Ich bin so glücklich. So, und wir sind mit unserem kleinen Kappa, dem Herren des Wassers, unterwegs. Auf diese kleine Insel. Die Insel des Vergessens. Ich bin mal sehr gespannt. Hier aussteigen? Ja, bitte. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was hier auf uns zukommen wird. ついにここまで来たな。さあ、早速聖域の扉を開こうぜ。みんな、今までどうもありがとう。これでやっと の扉を開くことができるよ。旅の間にもどんどんマナが少なくなっていったけど、今ならまだなんとか間に合うかもしれない。じゃあやってみるね。さあ、精霊のみんな、力を貸して。 いよいよじゃな。わしの力のすべてお前さんに託すぞよ。頑張るだす。よし、やるぜやるぜ。うりゃ、うちの根性見せたるわ。行くで。我が闇の力すべてここに集結す。 俺も頑張るっす。私たちで最後、もう一息で扉が出現しそうよ。すいません、こんな私でどれだけお力になれるか分かりませんが、できる限りのことをやってみます。 ちょっとだったのに。頑張れ、もう一回。はちゃー、こりゃ惜しい。残念でした。でも大丈夫、このシャルロットがついて待ち。どーんと行こう。大丈夫フェアリーさん、もう少しよ、頑張って。 予想以上にマナが減少しているの。なかなか広がってくれなくて。もう一回だけやってみるね。マナの女神様、私たちに力をお貸しください。 ううん、違うの。私まだ何もしてないよ。聖域の扉が自然に開いちゃったの。きっと各地のマナストーンが全てエネルギーを放出させられているんだわ。マナストーンのエネルギーが
私や精霊たちの力と重なったせいで、あんなに巨大化して空中に上がってしまった。これじゃ地上からは入れないよ。え？そんなバカな。忘れねえ、アルテナのグレンの魔導士。古代魔法をかけただけでは起動しなかったマナストーンがお前たちのおかげでエネルギーの放出を始めてくれたよ。これで我がアルテナが誇る空中魔導要塞ギガンテスで聖域へと進行開始できるようになった。お礼に私からのプレゼントだ。ちょっと来たまえ。ねえ。獣人王並びに獣人の皆さん、ついにマナの聖域への扉が開かれましたぞ。今こそマナの剣を手に入れ、人間たちに復讐し、獣人の獣人による獣人のための世界国家を打ち立てようではありませんか。よろしゅうございますね、獣人王様。ふん、くだらん、好きにしろ。はは。それでは、さあ獣人兵の皆さん、いざ出陣でございますよ。ジャガンの伯爵、どうした？ついに聖域への扉が開かれた。準備はできてるだろうな。誰に向かって言っておる。当たり前だ。お前こそ随分遅かったじゃないか。それで黒の貴公子様のご様子は？聖域への扉を開くため、闇のマナストーンを魔界から現世に出現させるのに力を使い切って亡くなられた。そうか。では黒の貴公子様のお考え通りに進んでいるわけだな。聖域への扉に入るための船は用意した。早速出発だ。あとは我々が予定通りマナの剣を入手し、黒の貴公子様を復活させ現世を魔界に変えるのだ。失敗すれば黒の貴公子様は戻らぬぞ。無事か？
すぐに後を追わなければ。弱ったでち。聖域の扉、空の上、どうやって入ったらいいんですか？翼ある者の父。え？ローラントの山頂、天の頂と呼ばれるところに、翼ある者の父と呼ばれる山と空の守護神がいるの。彼に頼めば後を追いかけることができるかも。本当？急ぎましょう。Oh boy, wir sind in Zeitnot, scheint mir so. Gucken wir uns erstmal um. Was denn? Ja, was? Ich finde das vernünftig. Erstmal umgucken. Die Welt ist eh schon am Abgrund. Die 5 Minuten machen es jetzt auch nicht mehr aus. Moment. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie mit dem Wasser weiter. Oh, guck mal, da eine Kiste. Die Kisten nehmen wir natürlich mit. Engelskelch. Nice. Was bist du denn da eigentlich? Du bist nur eine Kokosnuss. Okay, hab's verstanden. Nichts Besonderes. Eine einfache Kokosnuss, die hier rumliegt. Ja, wir müssen den Herrn der Winde finden. Was das wohl sein mag. Etwa ein Drache? Wie in Secret of Mana? Wer weiß? Solange er nicht am Ende Luftikus heißt, ist alles in Ordnung. Das wäre zu viel abgeguckt. So. Dann nix wie. Wir müssen schnell sein. Denn unsere... Die Welt des Mana ist in Gefahr. Das Heiligtum des Manas ist in Gefahr. Miau. Na gut, aber wir sind echt schnell unterwegs. Himmelsweg. Sehr gut. Waren wir hier schon mal? Ich weiß es gar nicht. Klar waren wir hier schon mal. Das müsste doch eigentlich die Ecke gewesen sein, in der wir... Nee, ich glaube, das ist neu. Schauen wir nochmal. Nee, ist nicht neu. Definitiv nicht neu. Na denn, ab geht's. Wir haben nicht viel Zeit. Ja. So, netterweise sind die Gegner hier gar nicht mehr so stark. Verständlicherweise. Immerhin... Sind wir hier schon hoch und runter gematcht? Naja. Man muss dann nur noch mal ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht noch auch richtig trifft. Das würde schon unglaublich viel ausmachen. So. Plus 5. Naja, egal. Alles ist gut. Bam. Buff. Und du kommst da auch mal runter. Ja, wir müssen unsere Amazonenschwestern helfen. Au. Scheinbar. Kleiner Moment. Wie viele haben wir denn hier? Wir haben hier... Ja, gut. Wir haben hier schon zwei... zwei Kakteen gefunden. Das ist genau die Menge, die ich erwartet habe, hier zu finden. Hack. Hack. So, und du bist noch dran. Ah, macht schon wieder die nächste Runde. Ja, lasst euch doch von dem Lappen nicht erwischen. Geht doch. Weil der hat doch gar nichts drauf, sobald er... sobald er Schaden genommen hat.
Genau. Bam. Bam. Ich würde zu gerne wissen, wie stark dieses, dieser Protest bei denen ist. Ich meine, es ist ja schon leicht übertrieben. Hallo. Geht doch. So, hier haben wir noch eine blaue, eine grüne Kiste. Hack. Und, oh. Wow, 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 wow. Ganz vergessen, hier kommen auch noch Zombies um die Ecke. So. Und hier müssten wir eigentlich in diesem, wieder in dieser einen Stadt sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Die, die wir befreit haben. Resis Heimatstadt. Ja, sag ich doch. Und es ist späte, späte Nacht geworden. Moment. Wir haben in Resis Heimatstadt noch keinen Kaktus gefunden. Ah ne, natürlich. Da drüben ist er ja. Auf der anderen Seite dieses Zaunes. Ja, das hättet ihr eigentlich auch schon vorher machen können. Ich meine, immerhin ist sie die Prinzessin dieses Dorfes. Da hätte man ja schon mal ein bisschen was machen können, ne? Oder? Oder? Das stimmt. Oh, krass, das war schon der fünfte. 20% Rabatt in allen Läden. Geil. Ist ja fast wie früher im, wie heißt es? Im Bauhaus. 20% auf alles außer Tiernahrung. So habe ich das gerne. Aber ich glaube, hier werden die Gegner jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Mal schauen. Der himmlische Gipfel. Himmlischer Gipfel. Der himmlische Gipfel. Sieht ja sehr himmlisch aus. Naja, geht so. Aber wie viele Schätze haben wir? 3 Schätze. Und er sieht auch gar nicht so groß aus. Tatsächlich. Kann man hier runterfallen? Nein. Wir sind hier voll safe. Da unten ist auf jeden Fall was. Hier sind starke Gegner. Au. So. Jetzt müssen wir nur noch den Fetten hier umnatzen. Und dann ist gut. Ah. Zu spät gesehen, wie er sein Schwertchen hebt. Und dann war ich zu gierig und wollte nochmal einen Schlag drauf machen. Der Klassiker. Oh, krass. Doppelte EP. So habe ich es gern. So, klassisch machen wir es natürlich auch. Wir gucken immer schön nach links und rechts, damit wir bloß nichts verpassen hier. Ah, hier bloß nicht runterfallen. Das kann gefährlich werden. Können wir so wehtun. Jawohl. Wir können natürlich so weit gucken, dass wir sogar die Krümmung dieses Planeten sehen. Und noch ein paar Samen sammeln. Denn, ja, die geben uns gute Boni. Hab. Upp, da bin ich raus. Genau deswegen. So, aber die Magie, also die Zauber machen hier ganz schön dicke Schaden. Muss ich gestehen. Jawohl, Resi kriegt noch ein Level up. Perfekt. Das sieht ja fast so aus, als würden unsere Charaktere hier leveln.
Das ist ja der Wahnsinn. Wenn die erstmal Stufe 38 erreicht haben, dann wird es wieder richtig interessant, weil dann ist eine neue, ist sozusagen eine neue Stufe erreicht. Dann können die nochmal ihre Klasse wechseln. Bin ich sehr gespannt, was dann noch auf uns zukommen wird. Aber wir können hier zumindest schon mal Ausbildung, ein paar Punkte verteilen. Hier 7. Hier nochmal 2. So. Stärke erhöht, TP erhöht. Richtig gut, so muss das sein. Gucken wir hier nochmal nach. Ja, sie hat 4 Punkte zur Auswahl. Ja, 2 hier rein, dann ist zumindest schon mal die Defensive erhöht. Oh, Moment. Defensive 2. Erhöht den Verteidigungswert um 20. Ah, das ist blöd. Klar, Moment. Mächtig. Das klingt schon cooler. Was hat sie denn hier noch für Gruppen? Ne, dann kriegst du nochmal... So machen wir das. Dann hast du nämlich... Defensiv... Ja, komm, so machen wir das. Gucken wir mal, ob wir die Sachen auch gleich ausrüsten können. Genesung, mächtige Herbeirufung. Erhöht den Schaden von Herbeirufungsmagie. Das ist schon ziemlich cool. Füllt im Kampf die KA-Leiste. Ganz ehrlich, nee, brauchen wir nicht. Irgendwas Neues. Was war denn das? Was hat sie bekommen? Defensive mächtig hat sie bekommen. Genau, erhöht den Schaden starker Angriffe um 5%. Das ist schon eher ein Kaliber, was ich mag. Weil dadurch hacken wir nämlich hier jetzt nochmal ein bisschen kräftiger rum. Uff. Oh, jetzt müssen wir hier wieder aufpassen. Wegen Wirbel. Oh. Was kommen die hier mit solchen... mit solchen Kugel-AOE-Attacken? Ich glaube, Spinne. So, hier haben wir ein Vogelnest. Yikes. Runter mit euch. Ich hab keinen Bock, dass ihr da durch die Gegend fliegt und die ganze Zeit solche Faxen macht. Bleibt mal hier auf, schön auf dem Boden der Tatsachen. 900 Erfahrungspunkte. Die hätten wir jetzt doppelt gebraucht. Das wäre bombastisch. Okay, hat sich das gelohnt? Ich weiß noch nicht, ob sich das gelohnt hat. Naja, nicht wirklich. Aber egal. Haben ist besser als brauchen. So. Ich gehe hier halt eben ein bisschen vorsichtiger durch, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe. Guck mal, hier drüben haben wir nämlich irgendwas. Und... komme ich dann mit dem Sprung hin? Ja, komme ich. Ein Bonbon. Hep. Wunderbar. Jetzt kommen hier auch noch solche coolen Sprungmanöver. Muss man aufpassen. Nicht, dass man sich verspringt, sondern ist irgendwie, keine Ahnung, das Rätsel vergeigt oder so. Ah, hier haben wir noch was. Greift ihr das? Wir werden hier wieder mit Geld zugeschmissen. Das ist so herrlich. Hack! So, das war mal Magie. Definitiv auf den falschen Gegner. So. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch ein Angriff. Da kommt gleich wieder ein Angriff. So. Habe ich... Ja, geil. Ich habe tatsächlich keinen Schaden bekommen. An dieser Stelle. Ich sollte mal wieder öfter meine Kreiselfähigkeit nutzen. Ja, machen wir es doch einfach gleich mal hier. Wirbelhieb auf alle. Schnetzel mal hier durch die Gegend. Dann kommen wir hier auch schneller durch. Danke. Toll, ich glaube, hier hätte ich es mehr gebraucht. Oh, Vorsicht, Wirbel. Ja.
darfst du auch ein bisschen chaotischer sein. Ah, Wirbel. Ja gut, war kein Glanzkampf, sehe ich ein. War nicht so toll. Mache ich das nächste Mal besser, ich verspreche es. So, hier haben wir nämlich den Moment, in dem wir besser sein können. Hack. Oh weia, schnell weg hier. Weicht mal ein bisschen aus. Ja, hätte ich diesen Einschlag doch eher gemacht. Hier haben wir noch einen Punkt. Nochmal ein Sämchen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Hier oben scheint es wohl schon weiter zu gehen. Zumindest ist hier der Story-Part. Gucken wir doch mal, was hier auf uns lungern wird. しょうがないわね。私に任せてもらえます？あなたは女の子なんだよね。だから怒ったんでしょ？お詫びに可愛い名前をつけてあげるから許して。そうね、フラミーちゃんってどうかしら。あ、気に入ったみたいね。よかった。じゃあフラミー、早速で悪いけど時間がないの。忘却の島上空の聖域の扉を通って聖域に向かって。Wunderbärchen, deine Verbundenheit mit Flämmchen hat dir eine neue Fähigkeit gewährt. Und zwar gemeinsame Fähigkeit Flämmchen erhöht den MP-Grundwert um 20. Ist gar nicht mal so schlecht. Ein kleiner süßer Mana-Drachi. Da ist er. マナの聖域よ。先に聖域に入った連中がアデにやり合ったみたいだな。見ろよ、ひどいもんだ。マナの剣のところに急ぐぞ。待ってろよ、グレンの魔導士。たっぷり仕返しをしてやるぜ。Ganz deren Meinung, wir müssen das Mana-Schwert finden. Aber wir müssen hier auf jeden Fall, wir speichern gleich ab, wir werden erstmal hier kurz die Samen reinwerfen, um nochmal ein paar Items rauszuholen. Was bekommen wir denn hier Schönes? Schokolade, Glücksserum, Raupenklauen. Und gib mir mehr.
Elementararmreif haben wir schon. Feennuss, geil. Wunderkeks. Matanginidöl. Okay. Ah, ich hätte vielleicht vorher nochmal ein bisschen shoppen gehen sollen. Ganz doof. Wie viel, Moment, wie viele Nüsse haben wir denn noch? 3 Stück. Das ist nicht so gut. Wir kommen jetzt auch erstmal nicht mehr raus, ne? Nee. War ja klar. Voll verkackt. Na, das wird ja spannend. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Trials of Mana. Und dann werden hier Bestienmenschen und so weiter verprügelt und Hexen und hast du nicht gesehen. Also, bis zur nächsten Folge.